Und ich glaube nicht, dass das so groß mit der Sprache zu tun hat. Jetzt geht es morgen nach Trier. Die Trierer sind schlecht gestartet. Dann noch bestimmt noch ein bisschen Abstiegstrauma auch. Was hat denn der Michael Henke alles getan, um bei den Spielern in den Köpfen trotzdem klarzumachen, es ist zwar ein Regionalligist, aber es ist trotzdem ein super wichtiges Spiel? Er hat klar und deutlich gemacht, dass wir Favorit sind, dass wir da selbstbewusst auftreten müssen und dass es kein Wenn und Aber geht, gibt. Wir müssen da gewinnen und wir werden da auch gewinnen. Für die Fans? Für die Fans ist ja sowas immer ein ganz super wichtiges Spiel, wenn es so gerade um Nachbarn geht, ob es jetzt Mainz ist, aber natürlich auch jetzt im Pokal gegen Trier. War denn so im Training das auch so zu spüren? Haben die euch so ein bisschen heiß gemacht, die Kiebitzer, die ein bisschen zugeguckt haben, gerade weil es gegen Trier geht? Das habe ich persönlich nicht so mitbekommen, weil ich konzentriere mich nur auf das Wesentliche und ist egal, ob das jetzt Trier oder Mainz ist, ein Derby ist oder nicht. Ich möchte immer wieder gewinnen und zurzeit sieht man, dass auch in der Einstellung stimmt, auch bei mir persönlich, auch bei der Truppe. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir morgen gewinnen werden. Das ist für die Fans auch eine wichtige Sache. In der Teufelsbox haben wir natürlich nach dem Derby gegen Trier gefragt und haben tolle Antworten bekommen. Und natürlich geht es in den Antworten auch um das Wiedersehen mit einem gelockten Bekannten. Ich denke, das ist schon sehr reizvoll, das Los. Einmal Rheinland-Pfalz-Derby, dann Wiedersehen mit Harry Koch. Aber ich denke, es wird sehr schwer werden gegen Trier. Klarer Sieg für den FCK, da gibt es überhaupt kein Rüttel. Schlechteste Los, was man kriegen konnte, finde ich. Denn Trier ist mit Sicherheit von den Optionen, die möglich waren, der schwerste Gegner. Der Harry Koch, der ist ja noch in guter Erinnerung, in aller Munde auch und war ein sehr wertvoller Spieler, ein anständiger Spieler auch. Man freut sich drauf, auf das Zusammentreffen. Ich mag den auch so gern, weil der auch so Powerlocken hat wie ich. Schade für Trier. Ja. Schade für Trier. Wir hätten also gern Trier noch eine Runde oder zwei weiter kommen sehen. Aber leider, leider wird es 3-0 für den FCK. Also auch bei den Fans Optimismus. Habt ihr eigentlich einen Lockenstab irgendwie bei euch noch im Equipment dabei? Weil so Powerlocken könnte man sich noch ein paar drehen lassen, wie der Harry die hat. Haben Sie den Harry Koch, haben Sie eigentlich noch mit ihm zusammengespielt? Nee, wie ich kam, ist er gegangen. Aber wir haben uns ein paar Mal getroffen und auch miteinander mal gequatscht. Ist ein klasse Typ und kann man schon sagen, dass er als Mensch schon ein Verlust für die Truppe war. Das sehen die Fans auch so. Jetzt hat der Harry Koch. Harry Koch hat einen Status hier erreicht. Da sind Sie auf dem besten Weg, zu den auch zu erreichen, Publikumsliebling zu sein. Jetzt ist er allerdings eher ein ganz anderer Spielertyp als Sie. Er ist eher ein Kämpfer, Abwehrspieler. Sie sind ein sehr eleganter, dynamischer Stürmer. Sie hätten aber das Zeug zum Publikumsliebling. Dann müssen Sie aber ein bisschen länger spielen als bis Ende der Saison. Ja? Wie sieht es denn aus mit der Vertragsverlängerung? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? Klar mache ich mir Gedanken darüber. Wie ich mit 20 hier hinkam, war ich felsenfest überzeugt, dass das richtige Verein ist für mich, um mich weiterzuentwickeln. Gespräche haben noch nicht stattgefunden, aber wenn alles drum und dran stimmt, da würde ich auch hier unter verlängern. Der Rudi Assauer. Rudi Assauer, Manager von Schalke, ist ja ein Club, mit dem Sie auch sehr eng verbunden sind. Der hat aber schon mal anklingen lassen, klar, den einen alten Top, den haben wir ja schon. Und wenn der andere so weitermacht, dann wird er auch gut nach Schalke passen. Ist das überhaupt eine Überlegung, dass man sagt, ich könnte hier beim FCK sozusagen in die Fußstapfen eines Miro Klose treten, auch was so die Gunst des Publikums kommt und mich sozusagen in die Ahnengalerie einreihen und weiß, wenn ich jemals wieder nach Kaiserslautern zurückkomme, muss ich im Bus zum Beispiel nichts bezahlen, weil ich so gut war. Ja? Spielt sowas überhaupt eine Überlegung, wenn man darüber nachdenkt? Darüber denke ich jetzt nicht nach, ob ich Publikumsliebling werden könnte oder nicht. Für mich ist es wichtig, dass ich mich weiterentwickle, Spaß am Fußball habe. Und zurzeit ist das der Fall. Und über Schalke kann ich nur sagen, ich habe mich einmal schon gegen Schalke entschieden, obwohl ich da geboren bin.
Wie gesagt, da muss einfach alles passen. Ich muss mich wohlfühlen und sportlich steht halt im Vordergrund. Und nächstes Jahr ist ja auch immer noch Fußball-WM hier in Kaiserslautern. Sie spielen für die Türkei. Vielleicht würden wir Sie auch hier als türkische Nationalspieler sehen. Das wäre ja klasse. Und das ist eine gute Überleitung zu unserem WM-Quiz. Wir stimmen Sie ein auf die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und hier ist unsere heutige Frage. Bei der WM 1970 in Mexiko war Gerd Müller Torschützenkönig. Nicht umsonst nannte man ihn den Bomber der Nation mit 68 Treffern in 62 Länderspielen. Wie viele Tore hat Gerd Müller bei der WM 1970 in Mexiko geschossen? Waren das A. 8 Tore oder B. 10 Tore? Gewinnen Sie mit OZET, dem nationalen Förderer der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006, eine Reise nach Istanbul für zwei Personen zum Länderspiel Deutschland gegen die Türkei. Mailen Sie uns oder rufen Sie uns an 0180 51 51 528. Auflösung am Sonntag ab 21.50 Uhr im Flutlicht. Also, interessantes Spiel, Türkei gegen Deutschland, mit Halil Altıntop vielleicht dann in der Türkei. Wobei, Sie wollten ja jetzt auch zum Länderspiel reisen, aber Sie sind wieder zurückgeschickt worden. Oder haben Sie von sich aus gesagt, es geht einfach noch nicht mit der Verletzung Anfang der Woche? Ja, wir haben mit dem Trainer von der türkischen Nationalmannschaft so ausgemacht, dass ich erstmal nach Hause fahre und die Verletzung vernünftig auskuriere, weil wir in zwei Wochen zwei sehr wichtige Qualifikationsspiele haben und das war das Beste für mich, auch für die nächsten Wochen, glaube ich. Deswegen bin ich zurückgeflogen. Wie sehen die Chancen aus, Ihrer Meinung nach, dass die Türkei sich qualifiziert? Wir sind auf einem guten Weg und das nächste entscheidende Heimspiel ist halt sehr, sehr wichtig für uns. Und wenn wir gegen Dänemark zu Hause gewinnen, da bin ich überzeugt, dass wir das schaffen. Das hoffe ich auch. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Und dann gibt es auch bestimmt jede Menge große Feiern in der Türkei. Das kann ich mir gut vorstellen. Eine riesengroße Feier hat letzte Woche hier stattgefunden. Und zwar wurde eine FCK-Legende 85 Jahre alt. Und zwar ist es deshalb eine FCK-Legende, weil er beim FCK schon so viele verschiedene Sachen gemacht hat, dass es schon ein interessanter Typ ist. Es ist der ehemalige Vereinsarzt des ersten FC Kaiserslautern, Dr. Willi Pfeiffer. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, er ist echt ein Unikum. Als ich mal 14 Jahre alt war, hat er mir einen Mittelhandknochen wieder gerichtet und hat er in seiner Praxis gesagt, Mädels, schmeißen euch in den Kittel, denn kleine fliegen wir noch mal zusammen. Und so ist er heute auch noch, wie Jürgen Schmidt ihn kennenlernen dürfte. Ich bin kein Kuchenaufsteiger vom Beruf, aber Kuchenesser bin ich. Kann man essen, da, guck mal. Okay. Vorsichtig weg, da, peng. Und das mache ich auch vorsichtig weg. Hochsalalem steht da drauf. Und da steht auch was drauf. Das wollte ich alles. Sie machen ja den ganzen Kuchen kaputt. Wir essen den jetzt. Ach so. Doc Willi Pfeiffer, eine Lauterer Institution, Spross einer Glockengießerfamilie, 30 Jahre lang Vereinsarzt des FCK. Immer dicht dran an den Idolen des Vereins. Freundschaften für die Ewigkeit. Wenn er den 85. Geburtstag am Betze feiert, sind viele der Stars von damals mit dabei. Ich gehöre halt hier in diesen Laden, davon ist mein Sitz, der ist schon ewig da. Und Fritz Walter sitzt halt nicht mehr da. Der Fritz Walter saß immer eine Reihe unter mir. Er hat also zu mir gesagt, Willi, das war nix, wenn es da unten nix war. Ein Fußballer mit Leib und Seele, Doktor der Orthopädie, Unfallarzt in Kaiserslautern, mit dem Herz immer ein roter Teufel. Als Chef im Aufsichtsrat, als Ehrenrat schrieb er an der erfolgreichen Geschichte des FCK mit. Trainer kannte er viele. Mit Dietrich Weise, 6 Jahre lang Coach beim FCK, verband ihn einiges. Er hat nie einen Doktor herausgespielt. Er war für uns der Doktor. Aber sein ganzes Verhalten und sein ganzes Auftreten war eher fast Spieler oder auch Trainer. Er war halt einer von uns. Und das, glaube ich, war auch bei der Mannschaft so hoch angesehen. Auch bei den Boxern. Er kümmerte sich um Karl Mildenberger. Doc Pfeiffer war Sportjournalist neben dem Studium. Später dann die bunte Zeit in Lautern. Das 7:4 gegen die Bayern 73, eine seiner besten Zeiten beim FCK. Die schönste. Das ist ganz leicht zu sagen.
immer wenn wir in der letzten Minute noch gewonnen haben. Das war die beste Zeit. Da war ich ja mit dabei. Viele Jahre hatte der Bundesverdienstkreuzträger eine Praxis in Lautern, heute Geschäftsführer des Zentrums für ambulante Reha. Die Leute, die dauernd zu mir sagen, ich wäre fit, dann könnte ich am liebsten in den Arsch treten. Ich bin in Ersatzteillager. Ich bräuchte ein Hörgerät, ich habe eine Brille, ich habe neue Zähne, ich habe eine künstliche Hüfte und zwei kaputte Kniegelenke. Aber ich tue so, als ob. Hallo, die Damen. Darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Ah, jetzt wollen die Patienten auch und gratulieren mich. Ich habe so eine Zeitung gelesen. Ja, in der Zeitung hat sich das. Ich habe nämlich gestern auch gehabt. Deswegen. Ach, du armes Schwein. Ich habe mich um die Leute manchmal etwas mehr, Nuance mehr gekümmert, als das rein medizinische. Hier haben Sie Ihr Rezept, kommen Sie in 14 Tagen wieder, dreimal täglich eine. Nein, so war er nicht, der Willi Pfeiffer. 85, nochmal nachträglich, alles Gute. In Kaiserslautern ist er auch bekannt. Die Lauterer nennen ihn nur De Pfeiffer und hier unten in Bitzenberg heißt er auch De Piff. Haben Sie ihn auch schon kennengelernt, De Piff? Ja klar, ich glaube, den muss man einfach kennen. Am Samstag, letzte Woche Samstag, halt nach dem Spiel, haben wir uns kurz gesehen und da hat er mir über die Schulter geklopft und hat nur gesagt, mach weiter so. Und wenn das von so einem kommt, da freut man sich noch mehr darüber und gibt noch mehr Gas, glaube ich. Ja, ist ein echtes FCK-Urgestein. Ein anderer FCK-Mythos personifizierter ist einer, den Sie gut kennen. Das ist, kann man fast sagen, Ihr Mentor, Ihr Entdecker, Hannes Bongartz. Der hat mal über Sie hier gesagt, bei Treffpunkt Betze, so hinter den Kulissen, der Halil, der hat alles, was der Van Nistelrooy jetzt auch schon hat. Ein großes Kompliment. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem alten Mentor? Ja, klar. Ich meine, ich habe ihm viel zu verdanken und hat viel dazu beigetragen, dass ich jetzt hier bin. Und mich so entwickelt habe und wir telefonieren ab und zu und man kann ja immer wieder gute Tipps gebrauchen. Auf jeden Fall, auch wenn es um Pferdesport geht, da kennt er sich ja auch aus. Aber wir wollen natürlich mal den Fußballer Hannes Bongartz sehen. Es gab ein einziges Mal ein Pokalspiel Eintracht Trier gegen den FCK am 23.09.1978. Und wer hat die Kiste gemacht? Hannes Bongartz. Also Sie haben gesagt, Sie telefonieren noch ab und zu mit ihm. Gibt er Ihnen auch jetzt noch Tipps? So, rufen Sie ihn auch jetzt immer noch an oder ist das, eigentlich war das so in der alten Zeit? Nee, wir telefonieren noch, halt nicht mehr so regelmäßig wie vor 2 Jahren oder so. Aber gut. Wir haben noch Kontakt. Also wenn es um die Vertragsverlängerung geht, unbedingt den Hannes Bongartz anrufen, ja, weil der sagt bestimmt genau das Richtige. Ich habe es allen versprochen, zum Ende der Sendung gibt es noch mal einen echten Leckerbissen und vielleicht eine kleine Aufmunterung auch für Sie für morgen. Ein Pokalknaller vor 25 Jahren, der erste FC Kaiserslautern gegen Bayern München. Es war eine schöne Radur. In den ersten beiden Pokalrunden hatten sich die Lauterer bei den Amateurclubs Heilbronn und Egelsbach durchgesetzt. Runde 3 beschert ihnen das Gastspiel des Meisters. Hans-Peter Briegel weiß am besten, wie man die Bayern auf dem Betze behandelt. Mit 60 Meter Anlauf und perfekter Vollendung. Ein Wahnsinnsführungstor. Hans-Peter Briegel, 1:0, 26. Minute. Von den hochgelobten Bayern auf dem Betzenberg einmal mehr wenig zu sehen. Karl-Heinz Rummenigge erfreut sich der permanenten Zuwendung eines Lauterer Gegenspielers, in diesem Falle Werner Melzer. Und wenn dann, wie hier, Dürnberger doch einmal flanken kann, spielt Hans-Peter Briegel auch hinten den Bayern-Schreck. Halbzeit 1:0 im natürlich ausverkauften Haus. Auch nach dem Wiederanpfiff der FCK respektlos mit guten Chancen. Friedhelm Funkel hier, es liegt was in der Luft. Dann liegt der Ball in aussichtsreicher Position, zum Freistoß bereit. Ein Festschmaus für den Mann mit dem Hammer, Hans-Günther Neues. 2:0, 71. Minute. Einen Freistoß gibt's auch auf der anderen Seite, doch so schön Rummenigge auch schießt, Hellström ist schon da. Und doch lassen die Bayern in der Schlussphase nicht locker.
Rummenigge bekommt es diesmal mit Hans-Peter Briegel zu tun. Dremmler und Kraus bringen Klaus Augenthaler ins Spiel. Doch um es vorwegzunehmen, das Anschlusstor des Liberos ist das letzte in dieser Partie. Am Schluss verlieren die Bayern mal wieder ein ganz wichtiges Spiel auf dem Betzenberg. Ja, ist schon eine Zeit lang her. Vielleicht kommt das ja auch mal wieder, dass der FCK gewinnt hier gegen Bayern München. Aber jetzt geht es über den FCK erstmal nach Trier. Wir bedanken uns bei unserem Studiogast Halil Altıtop und drücken die Daumen für morgen und wünschen alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Und jetzt viel Spaß bei Mainz 05 und mit dem Kollegen Holger Wienpahl. Alles Gute, tschüss, macht's gut.